Das könnte man jetzt wieder so ein bisschen. Ich bin Magneto. Klischee-mäßig umwandeln. Dauer. Nein. Nein. Ich meine, dass ich ein Frauenmagnet bin, das wussten wir ja schon immer. Hm. Wisst ihr Bescheid? Erster 10 Finger, Jesus. Und ja, du läufst an Eisen vorbei. Aber wie? Ich meine, alles andere finde ich ja auch. Komm mal her, Juli. Entschuldigung, ich muss kurz was trinken. Ich muss gerade mal ein bisschen healen. Er sagt, komm her, Juli. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Hier oben. Mhm. Ha! Hochgeschafft. Ich war stolz auf mich. Können wir nochmal healen? Und dann brauche ich mal Licht. Bring mir Licht ins Dunkel. Also du willst doch nicht herkommen. Doch. Aber ich habe hier gerade was Interessantes gefunden. Dann nehme ich das Eisen einfach mit. Hier ist ein Gebäude, Enno. Mit einer Kiste. Und da ist ein Chakram drin. Ein Chakram! Ich kann Zehner sein. Was witzig ist, weil ich gerade das gerade gucke. Ja. Cena? Cena. John Cena? Oh Gott. Kennst du Herkules? Herkules? Obwohl, du, ich vergesse immer, dass du ja noch so ein Kiddie-Kid bist und keine Ahnung hast von Sachen, die so in den 90ern in waren. Herkules? Oder was hast du gefragt? Ich hab dich gefragt, ob du Herkules kennst. Ich kenn Herkules, ja. Jeder kennt Cena. Nein. Hä, wie, du kennst Cena nicht? Du hast gesagt, jeder kennt Cena und das stimmt nicht. Und, nein, ich kenne ihn auch nicht. Ah, das ist Eisen. Es ist doch rötlich. Was sagst du denn die ganze Zeit? Es ist überhaupt nicht Silber. Das ist, Hab ich auch nicht gesagt. Es ist ja auch nicht silberfarben und rötlich ist es auch nicht. Da ist Gold dahinter. Wo ist das denn bitte schon rötlich? Da sind rote Punkte drin. Bett? Ja, Mann. Ich glaube, hier komme ich her. Ja, das stimmt. Ja. Aber Silber ist es nicht, das habe ich nicht gesagt. Legt sie mir schon wieder irgendwelche Sachen in den Mund. Habe ich dich extra noch gefragt? Oh, Enno, wir werden sterben, wenn wir runterfallen. Wo doch nicht. Das, warte mal, das ist Silber. Das, ja. Ich habe dir schon sehr, sehr oft erklärt, dass Silber und Eisen sehr verschieden aussehen. Wow, Enno. Ich bin ein sehr mutiges... Hört immer wieder nicht zu. Was? So. Oh, da fließt schon Lava im Hintergrund. Ja. Wollen wir da runterfallen? Nicht unbedingt. Habe ich gerade gesehen. Wir wollen da nicht um. Nein, nein, nein. Das, wieso bist du nur so? Hä? Habt ihr das gesehen, dass wir mich umbringen? Kann ich das abbauen? Anscheinend nicht. Ich würde aber eigentlich sogar behaupten, dass wir sogar schon genug gesammelt haben. Meinst du? Ja. Können wir gucken gehen? Für eine Rüstung auf jeden Fall. Ja gut, ein bisschen hier, was auf der hohen Kante zu haben, ist auch nicht schlecht. Ich laufe hier an Orten entlang, wo du Fackeln hingesetzt hast. Mit anderen Worten, ich rechne damit, dass die nicht natürlich sind, die Fackeln. Und hier ist überall Eisen im Hintergrund. Du übersiehst es wirklich einfach nur. Muss man bezahlen fürs Schmelzen? Nö. Ach so. Was dann bezahlen? Drunter, Pixel oder W? Ja, ja. Dann steht da nur, wie viel wert die einzelnen Barren sind. Jo. Ja, ich verstehe das noch nicht ganz. Gott, wie viel Gold habe ich gesammelt? Wie viel Gold gesammelt? Ist es klug? Diamant.
alles direkt in Barren zu schmelzen? Ich glaube, dass man nichts in Form von Erz benötigt. Okay, dann ist es gut, weil das habe ich nämlich gerade gemacht. Hast du einen Ofen mitgenommen oder hast du einen gefunden? Ich habe oben einen. Ach, du bist schon? Ich bin im Raumschiff. Ah. So, ich werde doch bestimmt noch ein paar Fäden brauchen. Ich mache mal einfach mal ein paar welche. Das war das beste Deutsch, was ich je gehört habe. Ich mache mal ein paar welche. Obwohl, du hast bei dir hinten auch einen, ne? Jupp. Auf deinem Schiff? Jupp. Gut. Ich muss sowieso zu dir rüber. Kann ich mich überhaupt auf dein Schiff beamen, wenn du hier bist? Ja. Klickst auf meinen Namen, auf mein Bild oben links und beam to ship. Weil über den Beamer, den ich da stehen habe, geht das nämlich nicht direkt. Hey, Hasi, nein. Wollen wir Ragu machen? Genau, beim Beamer vom Schiff geht das nicht. Ah, was fehlt mir? Ich weiß es nicht. Fabrik. Hm. Brauche Fabrik. Nehmen wir mal 20 erstmal und dann können wir ja immer noch gucken, wie viel wir brauchen. Oh. Hm, wie genau kriegt man da oben kann man sehen, was man zum Upgraden braucht. Hm? Oh. Ah. Okay, Chest habe ich schon. Titan. Das ist, glaube ich, das Ding für den Kopf. Aber Titan finden wir auf unserem Planeten nicht. Jetzt habe ich es unterbrochen. Okay, das da kann ich nicht machen. Cuttenwool und Tungstenbar. Was auch immer das ist, vielleicht eine Legion? Legierung? Legierung? Reden wir nicht drüber. Throwing Bones. Ganz. Was ist das? Breathing EPP. Das okay, ist ja so ein Teil, was so ein Beatmungsgerät halt. Dann kannst du eben auch in den Weltraum gehen und unter Wasser halt. So, da habe ich meine Beinschoner und voll gut. Legendary. Die Waffe ist Legendary. Ah. Ich habe einen Legendary Chakram. Wo ist denn mein Kopfschmuck? Ach, den habe ich direkt aufgesetzt. Guck mal, ich habe einen Plattformkopf. Jetzt sind mir meine. Ich bin gerade auf dem Outpost. Und da? Nee, nur damit du es weißt. Ach so. Ist da was Besonderes? Naja, hier geht unsere Main Quest bald weiter. Ah, ja, gut. Ich kann ja mal probieren. Sie ist legendary. Außerdem habe ich hier festgestellt, hier bei der Tech-Konsole hier kann man, also da bei dem Typen, bei dem wir unsere Technologien herbekommen haben. Das Witz ist, das sieht sogar genauso aus wie das Chakram aus der Serie. Voll geil. Die Sache ist die, sagst mir immer diese ganzen Sachen nicht und dann möchte ich dir mal was erklären und du redest wirklich mitten rein. Entschuldigung, rede weiter. Weißt du, nö, mach ich jetzt nicht mehr. Ich hab einfach, nö. Enno, komm schon. Nein. Enno, bitte. Nein. Enno, du sei doch nicht so. Du lernst ja scheinbar nur, wenn es am Ende wehtun muss. So. Es tut mir doch leid. Tut's das? Ja. Hä? Tut mir leid, bitte. Kläre mich auf. Immer so, hast du mir nicht erklärt? Hättest du mir sagen können. Mittendrin. Weißt du übrigens, da und da kann man eine Sache abgehen. Okay, sieht das Chakram sieht echt voll so aus wie aus der Serie. Ja.
Gespräche sind immer noch die besten. Und dann sag ich auch nochmal so, ja, du hörst einem nie zu und du so, ja, du bist immer so negativ, ich höre dir doch voll zu. Lass mich in Ruhe, Pinguin, geh weg. Nein. Das wäre nicht so lustig, wenn es nicht so war. Hier auf dem Outpost ist ein Pinguin, der läuft mir die ganze Zeit hinterher. Er mag dich, weil du aussiehst wie sein Daddy. Ha, jetzt kommst du nicht zu mir hin. Ich habe Pulljump genutzt und dann bin über ein großes Ding jetzt rüber gesprungen. Ha, was machst du jetzt? Hm? Oh, hier regnet es. Geh ein bisschen Holz sammeln. Hast du deine Eisenrüstung vervollständigt? Ja. Dann lass mal die Mainquest weitermachen, weil so, wenn wir die Mainquest weitermachen, dann können wir bald dann auch unser Raumschiff reparieren, zu weiteren Planeten fliegen. Und weitere Planeten bedeutet mehr verschiedene neue Arten von Metalle. Zum Beispiel Titan. Und das bedeutet neue Technologien etc. etc. blablabla. Das heißt, wir müssen jetzt Treibstoff kaufen oder wie? Nein, unser Raumschiff ist kaputt. So. Treibstoff würde noch nichts bringen. Wir müssen unser... Hört mir nicht zu! Also so, wir müssen unser Raumschiff reparieren. Wie machen wir das? Du kommst zum Outpost und da machen wir die Mainquest weiter. Okay. Beame mich zum Outpost. So, und hier bei dem Typ, der unsere Technologien auch gegeben hat, da hier ist so eine Tech-Konsole und hier, wo ich gerade stehe, da können wir alle unsere Sachen, verschiedene Sachen noch aufbessern. Es kostet jeweils immer genau 8 Tech-Cards. Also bei diesem Teil hier. Nee? Gut. Dann, aber... Gut, okay. Das, wovor ich gerade stehe. Hä? Hinten? Was ist hier? Ich hab dich Achso, hast du mich verwechselt? Hast du mich verwechselt mit dem Typ? Nein, ich hab dich einfach überhaupt nicht gesehen. Hast du einen Ball in der Hand? Das sind die Medizindinger. Du hast... Nee, du siehst aus wie der hier. Ich habe einen Rucksack auf dem Rücken. Nein, du hast bei mir... Nein, du bleib mal stehen. Okay, mach dich mal wieder groß. Bei dir war der Ball... Also der hier im Gesicht. Geil. Also du hast dich irgendwie nur so halb zurückverwandelt. Das war richtig... Oh nein, schön. Ich habe keine Energie mehr. Okay. Aber ich habe keine 8 Tech-Karten. Ja, dann können wir uns auch einfach nur nichts machen. Ist ja egal. Mach wir später dann. Ach so. Ich habe dir nicht gesagt, dass wir uns schon was machen können. Ich habe dir nur gesagt, da wo wir Ach, was machen können, damit du es weißt. So. Das ist der Ball, den wir jetzt machen können, ne? Mit F, ja. Ja. Okay, und wie vollenden wir jetzt die Hauptquest? Also, du oben rechts ist ja dieses Aufrufezeichen Quest-Symbol. Steht auch bei dieses Find the Source of bla bla bla? Ja. Und da ist ein Pfeil und das zeigt immer an, wohin wir müssen. Also ganz weit nach rechts. Wer vor dir da? Also das hier? Nee. Wo der Feind sagt. Noch weiter. Hä? Schade, man kann nur eine Fähigkeit zur Zeit benutzen. Und das aber. Machen wir die Quest jetzt als Kugel? Dir. Oh, das ist ein Weibchen. Das ist so süß. Was? Wenn du so in der Stadt so einer alten Dame begegnest, oh, das ist ein Weibchen. So süß. Das ist so süß. Zumindest so eine alte Frau im Rollstuhl. Okay. Esther Breit. Esther Breit. I left some years ago. An impossible decision. But my research could be not... Nee, irgendwas. Mir egal. Kann man es eigentlich überspringen? Oh, Musik. Oh.
Oh, I just came at things long forgotten, blah. Long ago, there was a force known as a cultivator. It maintained balance in the universe. Okay, das ist... Wie hieß der Typ nochmal, der die Welt schultert? Atlas? Ja, genau, das ist Atlas. Und er schultert nicht nur die Welt, sondern auch das Universum. Naja, ich glaube, Balance ist nicht so gesehen im Sinne von, dass es nicht umkippt oder runterfällt, sondern Balance im Sinne von Ausgleich zwischen Gut und Böse. Hast du denn dieses Bild nicht gesehen? Es war eindeutig Atlas, der das Universum schultert. Jetzt habe ich mir das überhaupt nicht durchgelesen. Ich auch nicht. Aber es ist nicht Atlas, es ist der Cultivator. Guck mal. Ja? Und da sieht man, wie der Cultivator... Das ist ein Monster und ein Android. Genau, eindeutig. Und dieses Tentakelmonster hat ja die Erde angegriffen im Intro. Und die Androiden. Wir spielen Star Wars, nicht Detroit Become Human, ne? Schade eigentlich. Guck mal, das sind ganz viele Punkte. Ja, das sind die Infinity Stones, ne? Und wo kommen die jetzt her? Weiß ich nicht genau. Also ich glaub, wir müssen einfach nur was sammeln, glaube ich. Das war die Backstory. Okay. Um das Viech da irgendwie zu vernichten. Ach so, um die Welt zu retten. Genau, wie es Artifact Us scattered across the stars. Ah, okay. Das ist aber ein großes Tentakel-Hentai-Vieh. Ja, es hat die ganze Erde so gefickt. Oh. Genau, und siehst du hier diese Einkerbungen? Da müssen wir die dann am Ende reintun. So. Ah, in die Löcher. Ah, Fragezeichen bedeutet übrigens immer erfüllte Mission, Belohnung, ne? Ja, ja. Wo hast du das her? Die Belohnung, die ich bekommen habe. Achso, ich muss das erstmal aufmachen, oder? Upgrade, genau, du hast immer so ein Belohnungsdingens, genau. Use this to open. Ich will das usen. Muss ich das oben in die Leiste packen und dann echt? Nein, du kannst es auch einfach rausziehen und einfach ins Bild klicken. So, und bei ihr nehmen wir die nächste Mainquest an. Okay, ja, als erstes, was wir machen müssten, ist natürlich unser Raumschiff reparieren. Pinguin Pete. Und genau. Komm, wir gehen Pinguin Pete finden. Aha, Pete. Pinguin Pete. Hey, guck mal, da ist der Atlas. Da sind wir dran vorbeigefahren. Also ich finde, das sieht nicht gerade sehr atlasmäßig aus. Das ist Atlas. Irgendwie bin ich auch nicht schneller, wenn ich hier... Na guck mal, da ist mein Verfolger wieder da. Er mag dich. Ich will ihre Haare. Papa, bist du... Oh, wir sind vorbeigelaufen. Oh. Wir sind an Pinguin Pete vorbeigelaufen? Das ist Pinguin Pete. Ach nee, der hier. Hä? Er ist Pinguin Pete. Achso, nee. Das ist. Doch, er doch, sieht das ist richtig. Das ist Pinguin Pete. Das ist doch nicht Pinguin Pete. Das ist Pinguin Pete? Ja, muss wohl, ne? Nein, das ist Rob Ripperio. Das ist nicht Pinguin Pete. Ah, er ist Pinguin Pete. Der hier oben. Der hier sitzt wahrscheinlich. Ja, ich war beim Robotermann. Hey, Mission obtained. Ah, der kann... Aber bei dem können wir später auch unser Raumschiff aufbessern lassen. If you return to the ship, you can teleport there to... Using my mission and all that. Okay. Zu einem Raumschiff. Also. Up we go. Und dann kannst du dazu... Warte mal. Zu meinem Bordcomputer, der mit mir redet. Ja, so kann man es auch machen. Ich glaube, dann kommen wir nicht zum gleichen Ort, wenn wir es so machen.